YouTube. Na, willkommen zu einer weiteren Reaktion. Heute schauen wir uns ein Video von dem lieben Michael Smolik an. Ja, von ihm schauen wir uns ein Video an. Und zwar heißt das Video: Smolik reagiert auf Julian Bam vs. Maxify vs. Gnu vs. Im Gym. Was machen die da? Oh, oh. Ist das eine Ansage gegen uns? Was machen die da? Es kann sein, dass er das ein oder andere böse Wort vielleicht gegen uns verwendet. Aber das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt an. Und lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dafür weitere Reaktionen. Schaut auch gerne bei Michael Smolik vorbei. Und ja, ich würde sagen, lass nicht lange warten und direkt anfangen. Wirklich viel geschafft hat, dann Respekt. Krass. Jetzt bin ich mal gespannt, da kann er ultra viel falsch machen. Ganz kurz, ist das Verarsche oder ist das Ernst? Also machen die jetzt Quatsch im Gym? Maxify versus Michael Smolik in einer Fitness-Challenge? Oh. Das wäre geil. Eine Challenge? Ist es eine Herausforderung? Ja, guck mal, also man kann ihn doch nicht mit mir vergleichen. Guck mich doch mal an, ich bin so ein Lauch im Vergleich. Ja. Guck doch mal! Ich kann nicht mal Seil springen! Ich kann nicht Seil springen! Guck doch mal, der ist ein ganz anderes Niveau als ich, Chat. Hallo! Also, guck auf den Kick jetzt! Habt ihr den Kick gesehen? Würde er mich damit treffen? Ich würde 3 Meter fliegen! Hallo Leute, willkommen bei Michael Smolik. Schön, dass ihr mal wieder mit am Start seid. Heute ein neues Reaction-Video von mir für euch. Und zwar geht es heute um Julian Bam, Maxify und Gnu. Das Video hat nur 30 FPS, ich spüre das. Vielleicht kann man das ja nächstes Mal ändern, wäre cool. Drei Herren sind im Gym. Drei Herren? Ah, die arme Gnu. Drei Herren. Darauf werde ich reagieren. Aua. Die Leute im Stream bei mir haben auf aufmerksam. Aua. Checkt auf. Arme Gnu, F an Gnu. Yo, hallo zusammen mit Ju und Gnu. Wir machen heute ein kleines Fitness-Video und zwar... Ganz kurz, ehrlich gesagt, wusste ich nicht, dass Gnu eine Frau ist. Deswegen hat er auch 3 Herren gesagt. Wenn das Gnu wüsste. Shame on me. Ja. Du hast mich eigentlich herausgefordert per Instagram-Story so ein bisschen. Und ich glaube, jetzt bereut hast, weil jetzt bin ich auch hier. Yeah. Also wenn Julian Maxify herausgefordert hat in einer Fitness-Challenge, könnte man auch überlegen mal Maxify gegen Smolik. Gnu ist auch dabei. Das macht einfach keinen Sinn, ob ich dabei bin. Die brauchen ein bisschen Mädchen-Input. So. Aber ich glaube, Julian ist ganz schön fit. Soweit ich es im Sinn habe. Ja. Mal. Ein bisschen warm, okay? Ja. Wunderbar. Machen wir es warm? Mit Squats, würde ich sagen, oder? Oh Mann, das Ding ist halt, das Video ist ein bisschen auf Joke angelehnt, ein bisschen zu sehr auf Joke, das tut mir auch selber leid ein bisschen und das fühlt sich auch ein bisschen schmerzhaft an. War das Fitnessvideo, was ich davor gemacht habe, da war gar keine Jokes oder sonst was, das war ein komplett reales Fitnessvideo, das Video ist ein bisschen auf Joke und jetzt Michael Smolik guckt sich das an, aber nicht das andere, was so richtig ernst war. Ganz kurz, ist das Verarsche oder ist das ernst? Also machen die jetzt Quatsch im Gym? Bisschen was von beiden. Ah, oh, ich fühle mich so schlecht. Oh, Klimmzüge, jetzt wird's interessant. Einfach hoch kurz. Ne? Gut. Ja, aber der macht die nicht schlecht. Danke dir. Der wiegt auch nichts, ne? Ah! Ich wiege 70 Kilo! Auf 1,75 ist das voll okay! Je weniger oder? Das Gewicht, desto leichter natürlich. Hallo, ich war davor übergewichtig. Ja, Loki, ein bisschen nur. Mann! Ich muss sein Körpergewicht irgendwo hochziehen. Aber, Ja? Ey, ich komm gar nicht mal so hoch. Du hast mich herausgefordert, jetzt zeig mal was. Hab ich das? Hast du Beweise? Ja. Oh. Ersetzt er die komplett ab? Nee, ne? Oh. Ah. Aber die machen die sauber, also die strecken komplett wieder runter, also nicht nur irgendwie zur Hälfte. Sondern eigentlich schon im Schnitt 4. Ja, ja. Okay, nochmal. Oh, das, okay, es gibt eine Sache, die, für die muss ich mich halt gleich entschuldigen, okay? Häng dich dran. Also wenn sie als Frau jetzt einen Klimmzug hinbekommt, dann Respekt. Das ist halt das, was ich meine. Es können nicht so viele Frauen Klimmzug. Jetzt kommt ein wichtiger, sehr wichtiger Part. Frauen, die überhaupt einen Klimmzug schaffen. Siehst du, das hier, pass auf. Ganz kurz, bevor jetzt irgendwas kommt, okay? Bevor irgendwas jetzt kommt. Ich habe meinem Cutter die Szene geschickt. Das ist eigentlich fake gewesen. Ich habe das Video, pass auf. Es gibt, mein Cutter hat mir das Video geschickt einmal. Das war ein grober Rohschnitt. Ich gucke mir das an. Da war die Stelle drin. Da war extra das mit Gnu. Damit man erstmal von einer Perspektive sieht, wie sie welche schafft. Aber dann von einer anderen Perspektive, wie sie komplett versagt, wie es wirklich war. Mein Kater dachte sich, okay, fuck it, die brauchen wir gar nicht raus damit. Nur Gnu hat Klimmzüge geschafft. Das ist halt, das war nicht geplant. Und jetzt steht voll Gnu da, als wäre sie die heftigste von allen. Und jetzt muss Gnu sich auch teilweise in den Kommentaren rechtfertigen. Es tut mir leid. Ich hätte nochmal angucken müssen. Das es tut mir leid, das. Oh Mann. Ist doch nicht schlecht, ist nicht schlecht. Nein, das war. Komm, hoch. Noch
ich schaff hier, ich schaff hier. Glaubt ihr, die bekommt da gerade Hilfe? Ja! Die stand auf einer Bank! Gnu stand auf einer Bank! Es wurde rausgeschnitten! Hier, warte mal. Oben. Und danach sieht man, dass ihm überhaupt geholfen hat, oder? Ja. Runter, weißt du? Ja, ja, das ist kurz so aus, als würde es echt packen. So, dann kannst du so voll die Bassmusik. So war es eigentlich. Ich will. Pass auf, das Ding ist. Mach mal wirklich ganz kurz aus. Ich möchte halt nicht. Das war keine Absicht, dass es nicht drin ist, okay? Es sollte eigentlich drin sein. Jetzt fühle ich mich halt voll schlecht, als ob ich irgendwie so ein Faker bin. Ich glaube, du wirst es schaffen. Minus. Du fängst an mit Gewicht, ich mach nach. Und dann kommt genug. Will ich mich da gar nicht zurück, ne? Das passt nicht ganz, ne? Also, sag mir, wie viel Gewicht ich mache. 10. 10? Ja. Und dann klingst du die 10, hab ich noch nie gemacht. Noch nie? Nein, ich wieg doch selber 100. Ja, also, so muss ich's anfühlen, wenn du lange nicht mehr ran durftest. Ja. Oh, ich bin Freunde. Du hast mich herausgefordert. Ich kann 5 Klimmzüge ohne Gewicht. Versuch ein, okay? Einen ganzen und hoch den Lachs. Boah, aber nicht schlecht. Das ist gut, vor allem, das ist er gut. Macht sie sauber. Okay, nee, mehr schnell. Aber ist okay? Ist gar nicht so schwer. Ich glaube, er ist richtig fit. Er ist richtig fit. Naja, ist ganz okay. Ist ganz okay, oder, Chat? Er macht die einfach nach. Er macht das easy. 100%. Ja, Mann. Krass. Okay, entspannt. Ja, gutes Aufwärmen. Das war ja gar kein Problem für ihn. Meinst du, du schaffst ein? Nee. Konzentrier dich. Und hoch, komm. Ah. Wie viel Kilo sind das? Ich glaube, das waren 30 Kilo. Nur so vielleicht. Das ist noch schwieriger. Musst du nicht einfach immer das Doppelte machen? Das wäre, glaube ich, fairer. Ja, das Konzept. Soll ich jetzt 40 machen direkt? Ja. Gib mir das Babygewicht her. 40? Weil du 30 gemacht hast, werde ich 40 versuchen. Ja. Ach, er hat 30 gemacht. Noch nie. Was meinst du? Okay. Schaffe ich einen? Ich schaffe den locker. Locker? Hoch. Stark. Zählt das als einer? Ja. Ja. Stark. Das ist ziemlich fair. Stark. Aber ich mach 9 weitere. Willst du 15 Minuten? Ich glaube, das geht jetzt nicht, aber ich will auch scheitern. Ich will mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn man verliert, weißt du? Ein bisschen fies sein kurz. Gnu ist einfach nur dabei, oder? Ja, Gnu ist einfach nur da wegen Mädchen-Input. Okay, sie saß im Hintergrund eigentlich nur rum. Die Challenge nicht mit? Ich habe es nicht geschafft. Schade. Nee, wie hoch kannst du noch gehen? Was aber stark. Du? Ich könnte runtergehen. Danke! Das ist die falsche Richtung. Wir wollen immer nach oben. Richtig. Deswegen gehen wir auf minus 5 höher. Okay. Das habe ich nicht gecheckt. Wir machen. Oh, Dips. Jetzt wird's interessant. Also 20 Kilo. Mal wie viele Wiederholungen? Ich mache erstmal 2. Ja. Okay. Das sieht easy, so easy aus für ihn. Er ist sehr, sehr fit. Ich lasse es easy aussehen. Das ist die Kunst. Ich darf mal 20 versuchen. Ja, komm, 20. 20 sollte drin sein. Ne? 20 beim Maximum, ja. So, 20 Stück, 3 Stück, 3 Wiederholungen, ja? Nee, 2 Wiederholungen. Bin ich mal gespannt, wie der. Wie der Julian seine. Du Dips machst das aber auch sehr gut. 2 Stück, komm. Ja, schön. Ja? 2 eigentlich nur. Ja, die Sache ist, zu leicht. Ich bin nicht zu schwach. Hä? Okay. Ja, du musst jetzt 4 machen. Die Regeln ändern sich dauerhaft. Dann versuche ich mal 40, ja. Wenn dir so ein Ding auf den Kopf fällt, dann geht das Ding kaputt. Schiebst du ran? Dips mit 40. Oh, ja. Erzähl, Smalek, was willst du sagen? Ja, dann viel Spaß. Toi, toi, toi. Nichts, okay, auch nicht schlimm. Bitte? Nee, mach mal, lass bei 3 bleiben, oder? Okay, bleiben wir bei 3. Aber das wird ja schon schwer. Nicht für mich, für Ju halt, ne? Und 1. Oh, stark. 2. Er geht doch gut runter. Ja, 3. Ich danke dir. 90 Grad Winkel. Ja, so schwer ist für dich, ja. Dann können wir das, können wir meins skippen, glaube ich. Das ist nicht so schwer. Mach mal schwer aus. Ja. Ja. Ey, lach nicht. Hat der Julian sich jetzt richtig verletzt, da? Ju hatte eine Nackensperre durch Frontlever, den wir davor gemacht haben. Der wurde aber nicht ins Video reingeschnitten, weil das Video auch so schon sehr lange war. Deswegen. 2. Komm, ich bin gespannt. Ich glaube, er schafft es nicht. Ja. Ich glaube, er schafft es nicht. Oh, jetzt komm. Ja, der war nicht schön, aber. Ja, ein halber war das, ne? Aber trotzdem, er hat es gemacht. Wie viel sind das? 50. Ich würde so gerne würd so gern mit Musik machen. Ohne Musik ist so schlimm zu trainieren, Chat. Kennt ihr das? Doch nicht. Hat er 60 zusätzlich, oder? So
Machst du jetzt bitte mal Dips mit Gnu, danke. Ja, wir können versuchen, Gnu mal Rücken ist nass, wird sich dranhängen. Ja, wir machen das mal, das frage ich mich halt auch. Ich habe so ein ungutes Gefühl dabei. Oh, meine Gelenke knacken gleich so durch. Ja, Mann. Ich glaube, ich kann das schaffen. Mit Musik, mit Kopfhörern und so. Ich glaube, ich könnte es schaffen. Das Problem ist, Gnu zieht den Oberkörper sehr weit nach hinten und ich muss es ausgleichen. Und das ist halt so unmöglich irgendwie. Warte, das könnte klappen. Das gefällt ihm, hä? Das gefällt ihm. Okay, Che. Okay, Gnu hat einen Freund. Che. Gute! Ja, da hat er recht, wollte ich auch gerade sagen. Der Schwerpunkt ist komplett anders. Ja, ja, deswegen ist es viel schwerer. Oh, Bankdrücken. Oh, oh. Ist nicht meine Stärke, Bankdrücken. Ich bin gut bei Freihandelübungen. Jetzt bin ich mal gespannt, da kann er ultra viel falsch machen. Und wenn er jetzt eh schon verletzt ist. Oh, oh. Oh. Schön. Hoch, brauchst du Hilfe? Ich helfe dir. Ja. Kennt jeder, der mal im Fitnessstudio war und mit einem Trainingspartner trainiert hat. Wie viel sind denn das? 20. Das schaffe ich doch niemals. Doch, 20 kriegt die locker hin. Ja, kein Problem. Knu kriegt 20 locker hin. Ist das an? Scheiße. Ja, gar kein Problem. Kann man nichts machen. 104, ja. Weiter. 231, Knu will nicht aufhören. Mega gut. 712. Okay, es wird ein bisschen ungerade. Zeig mal, was siehst du. Okay. Oh. Und wenn ich einen Schrei von dir, ich setze das ab für dich. Alles gut, oh, dann kann ich besser zu treffen. Zack. So. Ja. Schon schief. Bisschen schief. Das Training schaffst du. Du weißt gar nicht, wie viel du machen willst. Du hast jetzt 4. Ja. Okay. Gut, dann mach ich auch 4. Bis ich wieder 40 mache. 40 Wiederholungen. Ich bin gespannt. Ich mag das immer, wenn Leute, die ein bisschen Erfahrung haben, über die Übung rüberschauen, die ich gemacht habe. Vielleicht krieg ich den einen oder anderen Tipp. Da freue ich mich immer. Ja. Bisschen Luft bekommen. Ja, atmet das ist aber schön dabei. Das kann er nicht machen. Nicht beim Training. Das darf man nicht, das ist wirklich uncool. Beim Training macht man sowas nicht. Das machen wir hier nicht. Mal. Moment. Schauen wir uns jetzt mal seinen Körper an. Mal seinen Körper? Aber stabilen Körper. Ist ganz okay. Ist also ich gebe ehrlicherweise zu, ich kenne ihn nicht so wirklich. Ist nicht ich schlimm. Ich habe mich jetzt nicht so mit ihm beschäftigt. Ich weiß nicht, was er macht. Wahrscheinlich Gaming, korrekt. Gaming. Ja. Streaming. Ich auch. Auch. Was für er sieht echt fit aus. Fett sie? Willst du meine Brust küssen? Sehr, sehr ungern. Verstehe ich. Boah, ist korrekt. Oh. Nur war nämlich ein bisschen leicht. Ist das das gleiche Gewicht? Wie viele? Nochmal 7. Nee, ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Zehner draufgepackt. Und komm hoch. Ein Zehner war da, glaube ich, da drauf. 2. Sehr gut. Oh ja. 3 und 4. Ja. Nice. Schön. Machen wir gleich ein bisschen höher, ne? War auch Gewicht, ne? Ja. Gehst du höher? Ja, ich geh noch 5 mal höher. Ja, Julian macht's einfach gar nicht mehr. Jetzt kommen 30, stimmt. Es ist jetzt nicht insane viel Gewicht, das ist auch nicht meine Stärke, okay? Oh Gott. Wait, warte. Nur so ein bisschen helfen sollen. Das, pass auf, das sag ich auch. Ich hab das letzte drin. Er hat's wahrscheinlich gepackt. Ja, das ist das Ding. Das ist Angst um mich, ne? Achso, ich dachte, das war ein Hilfeschrei. Nein, ich hätte auch gedrückt. Ja, dann nochmal. Ja, Kugisa sagt das. Ja. Okay, dann er weiß Bescheid. Da wäre noch was. Schon. Safe. Reicht, komm. Okay. Glaub an ihn. Ja. Auf geht's! Auf geht's! Wow. Nice! Ja, siehst du? Manchmal muss man ein bisschen arbeiten. Danke! Sauber! Sauber! Nicht schlecht, Herr Specht. Du Knecht. Hast recht. Im Hast Gefecht. Recht. Wenn ich dir die Haare flecht. Küsse ich dich jetzt? In echt.
Das war close, oder? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Ich dachte, du engst nicht. Ich dachte, die küssen sich wirklich. Gnu darf entscheiden, wer gewonnen hat. Ja, ist ja offensichtlich, wer gewonnen hat. Gewonnen, aber krass. Und dafür, dass du nicht trainierst, ist impressive. Er hat ein eigenes Gym. Ja, aber er macht ja nicht. Ich hab kein eigenes Gym. Wirklich Respekt. Ja. Wirklich Respekt. Ja. Wir haben jetzt viele Witze gemacht und sowas, ne? Definitiv. Respekt, summa summarum, würde ich mal sagen. Starke Leistung von Maxify. Leistung von Julian Bam war in Ordnung. Also für das, dass er nicht trainiert. Okay. Hat versucht durchzuziehen. Aber sehr interessant. Gerne auch mal also gegen Maxify so ein Fitness-Challenge zu machen, wäre mir interessant. Maxify wiegt wahrscheinlich, was wird er wiegen? Ich schätze mal so 70, 68. Gerade bei so Sachen mit einem eigenen Körpergewicht. Glaube ich, dass ich schon auch Probleme gegen haben könnte in so einer Challenge. Wäre auf jeden Fall mal interessant, wenn Maxify. Oh, ich flex dich so weg. Ich hau die so weg. Ich mach dich so fertig. Aber er weiß, mein Gewicht halt fast 1,20. Ich war letztens noch bei 69, so nach meiner Diät. Jetzt bin ich bei 70. Obviously habe ich ein bisschen zugenommen durch das ganze Wasser, was halt wieder zurückkommt. So, das geht ja wieder in den Körper rein, ein bisschen weg. Auf jeden Fall, jetzt bin ich bei, ich würde pauschal sagen, 70, 71 in dem Dreh. Meldet dich doch gerne, kommentiert gerne bei ihm unter seinem Video. Ja. Dieses Video kriegt natürlich auch noch, das habe ich ganz vergessen, hier ein Like von mir. Und auch deins kriegt auch von mir ein Like. Nice. Durchgezogen. Die Kommentare habe ich auch ein Herz gegeben. Maxify versus Michael Smolik in einer Fitness-Challenge. Mhm. Das wäre ein geiles Video. Kommentiert unter seinem Video, kommentiert unter meinem Video, wenn ihr Bock drauf habt. Ich würde mich der Herausforderung stellen. Ich glaube, das könnte ultra interessant werden. Sehr, sehr fitter Junge. Mega Respekt an alle, die mitgemacht haben. Ansonsten muss ich sagen, alle drei super sympathisch. Ich kenne keinen persönlich, leider noch nicht. Noch nicht. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das Video sich anzuschauen, darauf zu reacten. Danke dafür. Checkt gerne dieses Video ab. Ist unten in der Videobeschreibung. Lasst da auch ein Like da. Und das war's dann auch von mir mit diesem Video. Danke, dass ihr mit am Start wart. Checkt Instagram, aktiviert die Glocke, lasst ein Follow da. Und das war's dann von mir. Euer Michael Smolik. Danke. Haut rein. Bye bye, Smolik. Okay, Leute, was meint ihr? Soll ich die Challenge annehmen? Das wäre schon cool, oder? Das Ding ist, derzeit bin ich, weil ich Armdrück mit meinem Dad gemacht habe. Es war super dumm. Ich habe Armdrück mit meinem Dad gemacht. Jetzt habe ich hier eine kleine Verletzung im Handgelenk. Das würde ich jetzt gerne erstmal ausheilen lassen. Aber so in den kommenden Monaten wird es auf jeden Fall 100% wieder gut sein. Und dann auf jeden Fall hätte ich sehr Lust auf so eine kleine Fitness-Challenge. Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dafür weitere Reaktionen. Schaut auch gerne bei Michael Smolik vorbei. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Obviously verlinkt. Links kommt ihr zu einem von meinen drei Kanälen. Rechts könnt ihr mein letztes Video. Ach, egal. Scheiße. Tschüss.